So, Clara, wir haben uns was überlegt. Was haben wir uns denn überlegt? Wir machen ein Upcycling für Süßigkeiten, die wir zum Feiertagen immer geschenkt bekommen. Und ja, wer es nicht kennt, da platzt der Süßigkeiten-Schrank immer aus allen Ecken. Deswegen machen wir eine Bruchschokolade. Richtig. Mit den Zutaten, die wir hier haben, aus unserem Süßigkeiten-Schrank haben wir jetzt einfach mal alles zusammengesammelt. Und da fangen wir jetzt einfach mal mit an. Als allererstes brauchen wir ein Backblech. Dann legen wir einfach Backpapier oben drauf und dann packen wir unsere ganze Schokolade aus unserer Süßigkeiten-Schublade. Am besten nimmt man verschiedene Sorten, weiße Schokolade, dunkle, helle Schokolade, alles Mögliche und verteilt die einfach in groben Stücken. Kannst du sie ein bisschen grober machen, Clara? Ein bisschen größer. Auf dem Backblech. Bis überall was liegt. Ein bisschen durcheinander. Wir haben hier genug davon. Ne? Man kann natürlich auch die Schoko-Nikoläuse und die Osterhasen verwenden. Kinder bekommen ja ständig in der Zeit was geschenkt. Manchmal hat man 20 Schokoladen-Nikoläuse zu Hause stehen, wo man gar nicht weiß, was man damit machen soll. Ne? Die Kinder sollen ja so viel Süß nicht essen. So sieht das Ergebnis aus. Das Ganze kommt jetzt für 15 Minuten bei 80 Grad in den Backofen. So, aus mir unerklärlichen Gründen hat es im Backofen überhaupt nicht funktioniert. Die Schokolade ist nicht geschmolzen. So haben wir das Ganze jetzt doch noch im Wasserbad erhitzt, was jetzt wunderbar geklappt hat. Und dann haben hier die Schokoladenmasse quasi verteilt. Weiße Schokolade und braune Schokolade. Und jetzt fangen wir an. Die ganzen Sachen. Clara, steckt dir noch was? Danke. Auf der Schokolade zu verteilen. Na, komm her, Gummibärchen. So, klar, kannst du anfangen. Dann geht das so zerdrücken. Ja, einfach abbrechen. Ein paar Gummibärchen, M&M's. Hier haben wir noch ein paar Mikado-Stäbchen. Salzbrezeln. Also man kann fast alles nehmen, was das Herz begehrt. Natürlich auch eine sehr tolle Beschäftigung für Kinder. So, das ist jetzt das fertige Ergebnis. Sieht super aus, oder Clara? Ja, et voilà. Ciao. Tschüss.